Außer ihr und wir reden jetzt gleich mal mit Patty, weil wir wollen ihr ein bisschen auf die Sprünge helfen. Kennst du einen Mann namens Balturo? Nein, hab den Namen nie gehört. Merkwürdig. Er scheint dich sehr gut zu kennen. Er und sein Boss bestehen darauf, dass ich dir helfe. So, so. Naja, ich kann mir schon denken, warum. Mach dir darüber keinen Kopf. Mit denen werde ich schon irgendwie fertig. Danke für die Nachricht. So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Was genau hat es mit dem Brief deines Vaters auf sich? Nun ja, es ist so. Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Und was soll das sein? Das erzähle ich dir, wenn wir den nächsten Hinweis gefunden haben. Na gut, dann erzähl mal. Also gut, was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck, etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Das ich will also dieses Grab Versteck finden. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Kannst du mir was beibringen? Vielleicht was, was uns bei der Suche weiterhilft. Ich habe ein paar nützliche Talente gelernt. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Na, erzähl mal, was kannst du denn? Was kannst du mir beibringen? Dachte ich mir. Dafür bist du nicht erfahren genug. Ich weiß. Ich wollte es aber versuchen. Alles klar. Lauf. Ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Na, mal schauen, wo es uns hinführt. Sehr störrisch. Ich konnte sie gerade nicht aus dem Weg schieben. Lalala. Ah, Vögelchen. Aufgepasst! Da ist wieder eins! Huch! Tja! Ich könnte jetzt nächstes Schloss knacken lernen. Halt, 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 halt. Betty, warte doch mal kurz. Vielleicht, wenn ich den Wolf hole? Bist du blöd? Was? Wieso? Schnell, schnell, schnell. Bleib dicht bei mir. Ah, ich glaube, so hole ich ein bisschen auf. Was kannst du mir beibringen? Zeig mir, wie ich unmögliche Schlösser knacken kann. Um an die wahren Schätze zu kommen, brauchst du mehr als ein Dietrich und ein bisschen Glück. Du brauchst ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl. Da du nicht weißt, wie so ein Schloss aufgebaut ist, musst du zuerst den Mechanismus mit deinem Dietrich ertasten. Erst wenn du ein genaues Bild vom Aufbau des Schlosses hast, weißt du, welcher Bolzen und welche Feder gespannt oder gedrückt werden muss. Hm, cool, danke. Das war's. Scheinbar. Da ist wieder eins. Hey. Okay, das war's mit denen. Finde ich aber gut, dass die immer tanken alle. Das war leicht. Die hat's ganz schön drauf, muss man sagen, oder? Bleib dicht bei mir. Bin ja schon unterwegs. Ich nehme mal ein bisschen Trank zu uns. Mit dem... Damit wir ein bisschen... Ach, komm schon. Nur bloß Seegeier. Ignoriere dich nicht ja doch einfach. Pass auf. War das alles? Okay, das waren hungrige Wölfe. Es hätte sich wirklich gar nicht gelohnt. Es ist noch weit. Aufgepasst! Na? Wer liegt jetzt am Boden? Ich würde ja, aber... Egal. Noch
mehr von den Viechern. Wie viele gibt es denn? Wenn die alle, warum, wann, wie oft kommen die denn wieder? Das war leicht. Finde ich auch. Pass auf. Ich bin Aasgeier. Ich rede die Viecher doch das einfach. War's mit dem Vieh. Der ist nur nicht so schlimm. Ich glaube, ich werde es mal aufhalten. Bis ja niemand das nächste kommt. Das dauert ja mal ein bisschen aufzuladen. Aber es hat sich schon gelohnt, denke ich, nochmal das hochzupuschen, da wir jetzt gefühlt mehr Schaden machen. Ah, hier, die hat wirklich sehr, sehr feste Wegpunkte scheinbar. Denn wie gesagt, man kann die nicht einen Millimeter zur Seite drücken oder sowas. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Was zur Hölle ist denn das jetzt gewesen? Westliche Ruine. Krass. Bleib dicht bei mir. Oh, das wird lustig. Gut so. Da kommt noch einer. Gut so. Erwische ich sie immer mit? Aus Versehen? Denke doch, ne? Aber das heißt eigentlich, wir können uns jetzt vielleicht doch auch mit der Aschebestie in dem anderen Tempel anlegen. Wir müssen allerdings auf jeden Fall vorher jetzt mal wieder noch mal ein Level up mehr möchte ich gerne schaffen. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. So, hier muss es sein. Und was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung. Ich mach das schon. Na gut. Aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Na gut. Wenn du mich so darum bittest. Alte Schatulle. Stahlbart ist eingeritzt. Kann ich die öffnen? Krieg ich den Ärger? Magst du mich dann mehr oder nicht? Das ist eine schlechte Idee. Das ist auf jeden Fall eine schlechte Idee, sagt sie. Sagt er. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Raus mit der Sprache, was steht da drin? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piratenkapitän Romanov unter einer Decke stecken. Eigentlich, da hast du recht. Könnte ich. Du hast gar keine Wahl. Mich wirst du nicht mehr los. Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt, wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So, jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Nein. Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Dein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Verstehe. Das ist ein schönes Hobby, oder? Was denkst du, hat Romanov vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Schade.
Okay. Das sollten wir im Auge behalten. Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na, großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Toll, du sitzt hier rum und ich habe Romanov am Hals. Jetzt pass mal auf, du Held. Erstens, du würdest aus den Hinweisen meines Vaters sowieso nicht schlau. Und zweitens, wenn dir das nicht passt, kannst du gerne wieder gehen. Finde ich gut. Was? Jedes Mal, wenn du explodierst, sagst du Held zu mir. Ach, lass den Unsinn. Wir haben schon viel zu viel Zeit vertrödelt. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier, ich zeig dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mach das schon. Zwei von denen habe ich schon gefunden. Wo ist dein Vater eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Vielleicht zieht er über die Meere. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen. Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weiß nicht, aber ich fand's interessant. Von mir aus soll ihn der Gürger holen. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Und niemand, nicht einmal Romanov, wird mich daran hindern. Also, bezüglich des Gürgers, da wird das wohl nicht mehr machen. Namenlose Halunke. Da gibt's noch den namenlosen Dieb. Ich glaube, zu dem gehen wir als nächstes. Dazu gehen wir in die Hafenstadt. Und müssen uns dann auf dem Weg nach, ich glaube, also aus dem Haupttor raus und dann immer geradeaus am Strand lang. Da war doch das Grab des namenlosen Diebes, was wir vorher nicht aufgekriegt hatten. Und ich schätze mal, mit diesem neuen Schlüssel jetzt würde es dann wahrscheinlich funktionieren. Bla bla bla. Genau, hier hinten oben war das, glaube ich. Dann war noch eins bei der Insel vor dem Hintereingang der Stadt. Seht mal da. Da war das schon wieder eins. Können wir das auch lesen? Die Meuterer 3. Damit sich auch in Zukunft niemand an meinem Golf zu schaffen machen kann, stellte ich tödliche Fallen auf, die jeden auf Anhieb töten, der versucht, meine Schatztruhen zu öffnen. Dieser Trick war eigentlich immer Barnabas Markenzeichen. Dass er einmal selbst das gleiche Schicksal wie seine Opfer erleiden würde, wäre ihm sicher im Traum nicht eingefallen. Habe ich jetzt eigentlich schon mal die Hafenstadt hier runtergezogen? Ich glaube, wir müssen erstmal dort viel häufiger hin müssen als in die Vulkanfestung. Jetzt wie gesagt zum Hinterausgang, denn von dort aus kommen wir am schnellsten zum zweiten Grab, glaube ich. Und danach müssen wir dann auf der Karte schauen. Oh, aber der Weg bis zum Hintereingang ist dann doch wieder länger als ich dachte. Egal. Da geht's lang. Ich überlege gerade, genau, zu Severin müssen wir dann ja auch nochmal. Vielleicht haben wir ja Glück und dort in der Nähe befindet sich dann auch gleich so ein Grab.
Aber eine Tempelhut müsste man, glaube ich, nicht unbedingt. Komm, ich sicher. So, wie gesagt, solche Dialoge überspringe ich. Das merkt ihr. Hey, Eriksson. Hey, du Spinner. Warst du schon auf der kleinen Insel? Warum interessiert dich das? Auf so einen Dreckskerl wie dich muss man aufpassen. Sonst machst du doch nur Mist. Was willst du eigentlich hier? Wenn es nach mir ginge, würde ich dich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Aber Captain Romanov will, dass ich darauf achte, dass dir nichts passiert, während du nach Stahlbarts Hinweisen suchst. Und was Romanov sagt, wird gemacht. Ach was, ich glaube eher, dass er dich zur Strafe hierher geschickt hat. Du sollst wohl deinen Mist, den du mit Stahlbarts Barackenschlüssel angestellt hast, wieder gerade biegen, was? Dir wird dein Spott noch im Hals stecken bleiben, wenn wir mit dir fertig sind, Dreckskerl. Woher wusstest du, dass ich hier vorbeikomme? Du machst so einen Radau, wenn du durchs Land ziehst. Da ist es ein leichtes, deiner Spur zu folgen. Woher wisst ihr eigentlich über Stahlbarts Hinweise Bescheid? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Verarschen kann ich mich selbst. Hau endlich ab, finde die restlichen Hinweise und hör endlich auf zu quatschen, Mann. Du sollst also auf mich aufpassen. Da fühle ich mich ja gleich schon viel sicherer. Mach hier keine großen Sprüche. Sieh zu, dass du den nächsten Hinweis findest. Warum soll ich auf die kleine Insel gehen? Verstehst du nicht, was? Pah, du Landei. Das ist der ideale Platz, um etwas zu verstecken. Wenn schon ein Hund wie du auf die Idee kommt, dort nach einem Versteck zu suchen, dann ist es kein gutes Versteck. Kann schon sein. Ich sage dir, du wirst dort finden, wonach du suchst. Wir werden sehen. Ach, so ein Penner. Okay, dann gehen wir mal rüber. Wir wissen ja, wo es ist. Wir waren ja dort schon. Und danach, wie gesagt, schauen wir mal auf der Karte nach, wo Patty uns denn noch so hinschickt. Ich hoffe, das gibt es hier nicht irgendwo eine flachere Stelle, wo man schneller rüberlaufen könnte. Zum Rückweg teleportieren wir uns auf jeden Fall. Wie viele Lernpunkte haben wir noch? 5. Okay. Da oben stehen die Erfahrungspunkte, die wir noch brauchen. Etwa 6000. Oh, jetzt ist wieder gefährlich. Namenloser Räuber. Kapitän Stahlbarts, nächster Hinweis. Gucken wir doch mal an. Hat man schon das. Bulba war das der letzte von ihnen. Am Ende musste ich 6 Gräber ausheben. 5 für die Meuterer und einen für den Schatz. Okay. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch mal hören, was Eriksson uns zu sagen hat? Eigentlich schon, oder? Ich spreche ja bei der Gelegenheit gerade noch mal ab. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal schnell rüber zu Eriksson. Und in der Zwischenzeit können wir eigentlich noch mal ganz kurz schauen. Erbe der großen Piraten. Questkarte. Friedhof. Ich dachte, sie wollte mir sagen, wo. Da. Oh, da wäre auch gleich eins in der Nähe gewesen. Das haben wir.
Das kommt noch als nächstes. Das ist quasi in der Nähe von Severin, ja. Hier, puh, da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Okay. Also das mit dem Severin, das machen wir als nächstes, würde ich sagen. Aber zuerst würde ich gucken, ob der Ericsson hier noch da ist. Ja, okay. Aber ich sehe, ja doch, da ist er. Ich war auf der kleinen Insel. Ich habe auch einen von Stahlbarts Hinweisen dort gefunden. Okay, dann ist mein Job hier erledigt. Welcher Job? Du hast doch gar nichts gemacht. Du lebst doch noch, oder? Also, ist mein Job erledigt. Mach besser, dass du weiterkommst. Du bist noch nicht fertig mit deiner Arbeit. Spacken. Gut. Also, ich habe mir gemerkt, wir müssen irgendwo in der Nähe von diesem Kreis dort, der jetzt genau da ist, wo der Pfeil hin zeigt. Also laufen wir hier einfach diesen Weg entlang. Und halten uns dann mehr oder weniger immer geradeaus. Okay, ein schwarzer Wolf. Den müssen wir jetzt mittlerweile auch mit 2 Schüssen down bekommen. Und so ist es dann auch. Wir müssen immer noch lernen, mit Alchemie die Tränke, die guten, herzustellen. Ich verzichte jetzt mal kurz. Wir brauchen ja eigentlich noch viele Erfahrungspunkte, aber ich habe jetzt gerade keine Lust, gegen die ganzen Viecher zu kämpfen. Okay. Also hier lang. Halt. Huch, nein, nein, nein. Ups. Egal, dann ändern wir unsere Taktik nochmal. Außerdem auf den neuen gedrückt. Ich wollte mich eigentlich regenerieren. Dann gehen wir eben von der Vulkanfestung aus nach Süden. Von hier müsste ja sowieso noch ein anderes auf dem Weg liegen. Ein anderes Versteck. Dann gehen wir nochmal schnell schlafen bei der Gelegenheit und außerdem bei Abrax vorbei, der uns noch das eine Stufe mit Mana beibringen kann, hoffentlich. 5 Mana mehr, ist das überhaupt wirklich was wert? Muss ich mal einfach gucken. 5 Mana haben wir eigentlich maximal. Wo ist Mana, Mana, Mana? Mana, Mana, Mana. 58. Wenn wir 5 mehr haben, haben wir 63. Und das hilft uns leider nicht. Hast du Rezepte? Das hier wollte ich sowieso noch gerne haben. Oh. Die Beeren hätten wir nicht alle trinken sollen. Essen sollen. Aber egal. Was kannst du? Ich will meine magische Kraft. Öffne deinen Geist und forme eine Hülle. Eine Hülle? Achso, das hat man, glaube ich, schon mal. Ah, da braucht man auch noch die besseren. Das kann sein. Gucken noch mal bei dem Rezept. Ja, Rezept Stufe 3, Alchemie Stufe 3 brauche ich dafür, ist okay. Das kommt dann noch mit der Zeit, würde ich sagen.
würde ich vielleicht sogar das nächste Level benutzen, um bis Stufe 3 zu lernen. Denn dann kann man permanente Tränke herstellen, dann braucht man nur noch einen Haufen Bären finden und dann könnte man unser Mana doch schon deutlich anheben. Also zukünftig keine Bären mehr. Also ich hätte wirklich von Anfang an, ich hätte viel zu viel auf einmal gesagt. Was ich eigentlich noch sagen wollte, war, ich hätte nicht die ganzen Sachen rausschmeißen sollen. Da unten scheint das Grab zu sein. Aufpassen. Ein Echsenmensch. Was macht der denn hier? Bei dem Tempel waren wir ja schon drin. Warum mache ich nicht nochmal? Dann müssen wir ein Stockwerk tiefer gehen. Oder? Moment. Ich dachte, ich wäre da schon mal gewesen. Hier. Das ist die einzige Chance, die ich eigentlich sehe. Ja, okay, wir gehen jetzt erstmal einen Stockwerk tiefer nochmal. Probieren es dann von dort aus nochmal. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da sonst hin? Müssen wir uns noch Gedanken machen. Jedenfalls wollten wir sowieso bei Severin erst nochmal vorbei. Wir laufen jetzt schon ganz schön weit nach Süden, ne? Aber ist kein Problem. Severinchen! Rudolf, geht's gut? Er hat beide Hände voll zu tun bei der kleinen Ruine im Westen. Ja, sehr gut. Er lebt also noch. Das ist beruhigend. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Hier, nimm diesen Zauber als Dank von mir für diese gute Nachricht. Du hast Glück. Ich habe deine Kristallscheibe gefunden. Was? Wie denn? Wo denn? Du hattest recht. Die Gnome hatten tatsächlich einen Anführer. Du meinst, den Gürger gibt es wirklich? Gab es. Er ist tot. Ich habe eure gestohlene Kristallscheibe tatsächlich bei ihm gefunden. Unglaublich. Ja, du kannst dich jetzt wieder entspannen. Danke, Mann. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was der Inquisitor mit mir angestellt hätte, wäre die Scheibe nicht wieder aufgetaucht. Du hast meinen Arsch gerettet. Hier, nimm dies zum Dank, mein Freund. Möge die heilige Flamme über dich wachen. Cool, danke. Das ist doch mal was wert. Gegen die. Ich muss vorher noch. Also ich habe gerade überlegt, ob ich gegen die Aschebestie schon bestehen könnte. Aber ich glaube, dafür müsste ich wirklich zuerst. Mist. Er ist nur ein normaler Echsenmensch, den kann ich besiegen schon. Oh, da kommt noch einer. Ist auch unerwartet, aber. Okay. Muss ich Levitation erst erlernen vielleicht? Aber ist schön, jetzt hier die ganzen Teleportsteine zu finden. Komm, die anderen waren jetzt nicht so schwer zugänglich, also müsste der doch eigentlich auch leicht zugänglich sein, dieses Grab. Müsste man vielleicht von hier aus dorthin?
es irgendwie eine Möglichkeit, durch den Tempel dorthin zu kommen? Ich würde hier gerade noch mal kurz graben. Nette Ausbeute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Am Ende hätte ich hinten, unten wirklich zu diesem komischen Bauernhof dort laufen müssen. Und von dort aus irgendwie hier runterkommen können. Aber ja, jetzt weiß ich eben auch jetzt nicht hundertprozentig. Egal, wir finden das bei der nächsten Folge dann raus. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir Risen weiterzocken. Bis dahin, macht's gut. Nichts zu holen. Ciao.